Herzlich willkommen zu meinem heutigen Beitrag. Den Erzählungen der Indianer liegen eine tiefe Weisheit zugrunde, die eine Bedeutung für unser Leben hinterlassen. Durch dieses breite Wissen über das menschliche Leben und die Erde prägen sie unser Leben und berühren uns tief in unseren Herzen. Hier gebe ich dir eine Indianerweisheit mit unbekanntem Autor wieder. Viel Spaß beim Lauschen. Alles vergeht. Die Stunden, die Wolken am Himmel, das Leben der Menschen verweht von der Geburt bis zum Tod. Hänge nicht dein Herz an den Lauf der Dinge, das ist eine schlechte Art, die Welt anzuschauen. Mache aus jeder Sekunde eine bereichernde Erfahrung, ohne dich über die Zeit zu beunruhigen, die verfliegt, und über die Morgenröten, die nicht zurückkehren. Die Gegenwart ist das Einzige, das kein Ende hat. Wer die Vögel nicht achtet, die Berge und die Flüsse nicht respektiert, wer die Erde verwundet und die Luft, die er atmet, vergiftet, der missachtet das wundervolle Leben. Er vermag die schlichte Schönheit der Dinge nicht mehr zu sehen, die mit jeder Geste des Lebens einhergeht und den Menschen von Kindheit an beschützt, wie ein Vogel mit goldenen Schwingen. Habe keine Furcht vor Gegensätzen oder Widersprüchen, die die Welt spalten und die Illusion voneinander getrennter Ereignisse hervorrufen. Diese Sichtweise ist die Quelle von Konflikten, Leid und ewigem Kampf. Die Nacht ist nicht der Feind des Tages, genauso wenig wie der Tod der Feind des Lebens ist. Es bedarf des Zusammentreffens von Feuer und Wasser, von Sonne und Dunst, um einen Regenbogen zu erzeugen. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wundervollen Tag mit bereichernden Erfahrungen. Bis bald. Wenn der Beitrag dir gefallen hat, dann bitte drücke den Daumen nach oben. Wenn du neu bist auf meinem Kanal, dann drücke den Abo-Button und aktiviere das Glöckchen. Vielen lieben Dank.